Also ich verlasse mich normalerweise auf meine Stimme in solchen Räumen. Wenn es zu laut wird, dann nehme ich trotzdem das Mikro. Ist aber auch gar nicht schlecht, weil wenn ich tatsächlich meine Stimme benutzen muss, dann lässt die Energie irgendwann nach und ich komme auch tatsächlich irgendwann zu einem technischen Ende. Ich wurde gebeten, in einer Stunde sozusagen eine Phase hier abzuhandeln, und zwar den Hauptinput zu geben und sollte ich auch noch vorstellen. Das ist natürlich alles in einer Stunde nicht möglich, aber ich versuche es trotzdem knapp zu halten. Also mein Name ist Emanuel Kotzia, mein Spitzname ist Annie. Ich bin schon mehrfach gewesen und bin wieder Bewohner von Kostenhof, also relativ nah dran. Bin ansonsten seit 15 Jahren Herausgeber des Handjournals. Das kennen vielleicht ein paar. Und neben dem Handjournal betreiben wir auch noch ein paar andere Medien. Das ist Exzessiv.tv und in ein paar anderen Ländern haben wir auch Zeitungen. Und wir beschäftigen uns als Firma, als Verlag schon relativ viel mit der Legalisierung als solches. Und haben uns tatsächlich vor 15 Jahren in Nürnberg auch gegründet. In einer Signer WG in der Emilienstraße. Vielleicht kennt der eine oder die andere das dritte Stockwerk der Emilienstraße 3, Entschuldigung, jetzt ist unser Büro 13. Aber das ist Emilienstraße 3, das dritte Stockwerk, für Spielzahl der Signer WG und einmal im Jahr gibt es da Party. Und da drin ist das Handjournal gebaut worden. Wir wussten aber, wir haben uns dann, nachdem die erste Ausgabe draußen war, haben wir uns mal zusammengesetzt, gemeinsam am Sonntag gefrühstückt, sind die Situation durchgegangen und der optimalste Fall war, wir werden es überleben als Zeitungskonzept. Endlich haben wir eine Art Medium, wo wir über Legalisierung sprechen können. Das war nämlich unsere Motivation. Davor waren wir sozusagen Legalizers, haben Hanftag organisiert und was auch immer, nur haben wir nirgendwo in keiner Zeitung was über unsere großartigen Taten irgendwas lesen können. Das war sozusagen der Ursprung des Hanfjournals als solches. Und da ist es dann schon verständlich, hoffentlich, dass wir uns immer irgendwie mit dieser Regulierung, Legalisierung als solches auseinandersetzen, auch inhaltlich und politisch. Und jetzt macht es einen riesigen Sprung. Die Legalisierungsbewegung ist tatsächlich 2 Jahrzehnte weiter. Wir sind in einer total neuen Situation und seit ein paar Jahren versuchen wir nicht mehr nur eine sozusagen Werbung zu machen für, ja, legalisiert es endlich und das ist das Argument und das Argument und das Argument, sondern wir sind dazu übergegangen, inhaltlich zu arbeiten, wie soll es denn wirklich ausschauen, wenn es in Deutschland legal und reguliert ist. Und in diesem Kontext habe ich vor beinahe schon mittlerweile drei Jahren im Wahlkampf für die Piraten auch die Frage gestellt, naja, wie wollen wir es denn jetzt so legalisieren? Und ich habe das versucht, relativ wertungsfrei darzustellen und habe auch immer versucht, mehrere Modelle darzustellen, wie es in anderen Ländern halt Vorbilder gibt. Und habe Folgendes festgestellt in diesem Wahlkampf. Also ich hatte dazu vielleicht so 10 Veranstaltungen, einen Haufen Infostände und man redet natürlich die ganze Zeit mit Leuten. Und obwohl Cannabis Social Class, sage ich mal, bis vor drei Jahren gar kein Thema war, wenn man den Leuten so nur ansatzweise erklärt hat, haben die bei den anschließenden Abstimmungen, wenn man dann die Leute gefragt hat, weil das war Teil des Konzepts, sich Feedback zu holen, ja, welches Konzept hättet ihr denn jetzt eigentlich so am liebsten, haben diese Cannabis Social Clubs unheimlich gut abgeschnitten. Obwohl eigentlich der Prognose nach ja jeder Coffeeshops kennt und eigentlich die Coffeeshops absolut hätten jegliche Statistik anführen müssen, so vom Feedback her. Weil in den Coffeeshops war schon jeder, jeder redet von Coffeeshops auch erstmal, wenn er in Deutschland ist in Nähe zu Holland. Und Cannabis Social Clubs sind was relativ Neues und kommen aus einem Kulturkreis, sage ich mal, der halt ein bisschen woanders ist. Liegt. Ja, nach dem Wahlkampf habe ich mir tatsächlich gesagt, also okay, das Legalisierungsmodell jetzt für mich, das ich vertreten möchte und vertreten kann, inhaltlich heißt Cannabis Social Clubs.
Das fände ich eigentlich die schickste Lösung. Und ja, war eine Fügung sozusagen, dass ich so schnell Leute gefunden haben, die das auch sehr cool finden. Und daraus ist so eine Art institutionelle Kampagne geworden, die nennt sich CSC ist okay. Über die Kampagne erzähle ich schon noch was. Aber jetzt muss ich meine Stunde optimal ausnutzen. Und deshalb habe ich hier dieses relativ übersichtliche Papier an die Wand projiziert. Der Anlass des Papiers war, ich habe eine kleine Tour gemacht durch Südwestdeutschland und habe an allen möglichen Orten eben über Cannabis Social Clubs gesprochen und habe meine Tour angefangen bei, da steht drüber, ich glaube das war der 24.06. oder sowas, 25.06. Bei der Fraktion SÜS Linke Plus. Das ist eine sehr interessante Konstellation im Stuttgarter Stadtrat. Und zwar ist das eine, SÜS ist die Initiative gegen den Bau des Stuttgarter Bahnhofs. Linke ist klar, die linke Partei. Und Plus, das ist ein Pirat und zwei Studenten, da steht das S dafür. Ja, das ist die bunteste Fraktion, die ich bisher gesehen habe in der Bundesrepublik, tatsächlich. ausgerechnet eben der Pirat hat mich eingeladen, aber es waren wirklich alle gut dabei und haben zugehört. Und bei so einem Fraktionsgespräch ist natürlich wichtig, die wenigsten von den Leuten, die da drin sitzen, sind Cannabis-Experten. Und deshalb geht es darum, im Prinzip so erstmal so ein grundsätzliches Level an Wissen herzustellen. Und deshalb sind vielleicht ein paar Punkte, die da draufstehen, halt vielleicht schon jetzt hier Grundwissen. Aber ich wollte es trotzdem mit anbringen, damit ihr was Realistisches seht, was diese Kampagne dann so treibt im Einzelnen. Also man verabredet sich halt mit Politikern und erzählt dann von der Idee und beantwortet Fragen. Erstmal erklärt man, wie es überhaupt mit dem juristischen System ist. Übrigens, an demselben Tag, das fand ich eigentlich ganz nett und eigentlich ein Kuriosum, und ich glaube, es hat sich schon was bewegt, war, dass ungefähr 3 Stunden später hat die Fraktion von den Grünen gefragt, ob ich noch bei ihnen vorbeikommen kann. Also im selben Haus sozusagen. Die waren schon auch zusammengesessen und haben ihre Sitzung verlängert. Und da sind dann tatsächlich auch noch 8 von, ich glaube, 12 Stadträten dann da geblieben und haben sich, glaube ich, dasselbe Referat nochmal angehört. Und es hat sich seitdem tatsächlich in Baden-Württemberg schon ein bisschen was bewegt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, oh, ist auf meinem Mist gewachsen, aber eine der Empfehlungen, die ich den Grünen dagelassen habe beim nächsten Sommerfest, sagt doch mal den Kretschmann, das ist echt Mist, was bei euch im Bundesland abgeht. Ja, jetzt seit 2 Wochen ist Kretschmann auf der Seite der Willigen, aber wirklich kann, wissen wir noch nicht. Aber deshalb war es auch mal wichtig, in die Höhle des Löwen zu sein nach Stuttgart, wo die Verfolgung genauso brachial ist wie Bayern, mal zu fahren und den Leuten das auch mal zu erzählen. Also, denen erzählt man erstmal, es gibt so eine Global Drug Convention und da steht drin, dass das eigentlich jeder Staat für sich entscheidet, ob er die Leute verfolgt oder oder andere geeignete Maßnahmen sozusagen trifft, um Prävention zu betreiben und möglichst Problematik mit Cannabis oder mit anderen Drogen einzudämmen. Das weiß so gut wie gar keiner. Gar kein Politiker weiß das, was in so einer internationalen Drug Convention drinsteht. Und dass eben der entscheidende Punkt ist, dass jeder Staat die geeigneten Maßnahmen treffen soll. Es steht nicht drin, dass es jeder Staat verbieten muss oder irgendwie jemand dafür verurteilen muss, Gericht oder sowas. Die EU trifft ja im Prinzip keine Regelungen, aber ich erzähle dann auch im Kontext mit der EU, dass die EU schon ganz, ganz wichtig ist, weil sie nämlich eine Stelle eingerichtet hat, die zentral beobachtet, was so europaweit passiert. Und die liefert validierte Zahlen. Und die validierten Zahlen sagen, in Ost und West, Nord und Süd und Zentraleuropa kiffen genauso viele. Egal ob verfolgt wird oder ob es etwas lockerer gehandhabt wird. Manchmal kann man sogar seltsame